Das wären so die Optionen, die wir haben. Ja, wir können ja einfach mal so Richtung Kamishobo laufen, oder? Da ist auch mal ein guter Spawnpunkt. Kamishobo, ja, gut, dann quasi ja, nur unten an der Küste, ne? Ja, müssen wir quasi nur nach Süden runterrennen. Genau. Ja, gut, dann. Moment, ich muss noch mal trinken. Ja, ja, ich muss sowieso erstmal meinen Kompass aufbauen. Ey, ist eine Shotgun gut oder schlecht? Ja, im Häuserkampf ist sie ganz gut. Okay. Brauche ich nur noch Munition und welche Waffe finde ich jetzt? Wir können weiter. Jo. Hast du jetzt eigentlich mal geguckt, in welcher Stadt du bist? Ja, was bist du? Was? Oh, hast du mal geguckt, in welcher Stadt du jetzt bist? Hey, ich bin jetzt wieder neu gespawnt, weil ich gerade verreckt bin. Ach so. Jetzt bin ich beim Hafen neben dem Schiffwrack. Habt ihr auch gerade den Hasen hier sitzen sehen? Nee. Ich schlag mal den Hasen oder schieß ihn mal an, das wird sehr lustig. Wieso? Gegen alles abprallt. Ah, okay. Das ist nichts von der Lagerhalle. Nee, das ist ein See. So ein Stausee ist das. Ah, okay. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Cool. Hier war ich auch nicht gewesen. Ja, ich bin mal vorbeigelaufen. Gestern war das, glaube ich. Laufen wir in Richtung Süden? Ja, ja. Musst du mal hier drauf. Ich will mal ins Wasser pingeln. Fall nicht runter. Ja, ja. Ich komme nicht drauf. Doch, nicht anlaufen. Wir sind aber hier hoch. Ja, dann rennen wir da halt hoch. Also hier rechts hoch. Wartet ihr mal bitte kurz, ich sehe euch nicht mehr. Jetzt da den Berg da dir hoch, ne? Ja. Ja, du läufst da unten. Soll ich dir mal vor die Füße schießen? Nee, ich glaube, ich bin gerade einfach übelst blind. Hier, guck mal nach rechts, nach links von dir aus. Bin ich jetzt total bekloppt? Ach, guck hier! Nach links. Alter Vater, bin ich blind, ey. Ja, viel mehr. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Was verstehe ich? Hier. Wir sind nach Richtung Süden gelaufen. Aber laut der Karte, die ich hier habe, sind wir nach Südosten gelaufen. Naja, dann kommen wir halt wo raus? Aber wenn wir so jetzt weiterlaufen, kommen wir raus in
Tulga. Ey, passt ja schon. Passt schon. Ich tue das jetzt so ein bisschen korrigieren und dann. Naja, den ablassen. Läuft. Und die haben auch keine Hobbys. Ach, die laufen den ganzen Tag durch die Gegend und versuchen irgendwelchen lebenden Leben schwer zu machen. Auch lustig wäre, wenn die Leichen dann zu Zombies werden würden. Na, die wollen ja jetzt lustig so laut einführen, dass noch so Krankenschwester-Zombies und so kommen. Oha. Und Feuerwehrmänner und sowas. Ja, Feuerwehrmänner gab es ja schon bei der Ding. Sollte man random Villager einführen. Und ich würde sie dich dann halt versorgen oder so. Aber es soll ja jetzt schon Polizeimützen geben. Hat schon mal von euch eine Polizeimütze gefunden? Nein. Nee, nur eine Soldatenmütze. So eine richtige Soldatenmütze. Du meinst, ich kann den Knitter freien oder was? Ja. So ein Barett oder was? Nee. Nee, das, diese Offiziersmützen da. Ja, das sind nur die Polizeimützen. Mhm. Von der Army. Ja, ich hab hier gerade einen Spieler gehört, der geschrien hat. Ah. Hätte ich wieder Angst machen mit der Shotgun und sagen, los, Sachen fallen lassen. Weil sie haben auch Munition, dann habe ich ein Problem. Ja, das wird eher so sein. Wir laufen noch richtig? Ah? Wir laufen stumpf nach Süden. Wir haben einen Zombie gehört. Ja, das, wie gesagt, das können auch Hasen sein. Achso, ja, das war nur so ein ganz kurzes, dieses. Ja, ja, das sind dann Hasen. Okay, gut. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich das Geräusch höre. Ich gucke immer panisch hinter mich. Wir sind richtig, ja? Ja, ja. Oh, noch eine Shotgun. Ja, als Richtung Süden. Hey, ich bin immer noch energized und hydrated. Geil. Was, wie lange das anhält? Ja, hält die noch nicht, oder was? Nee, aber ich bin schon wieder. Also wenn ich hab schon wieder alle Farben. Wenn du energized und hydrated und hellgrün bist und dann noch so richtig bist du auf Staffel gehst, dann kannst du über den ganzen Server laufen, ohne Hunger und Durst zu kriegen. Ach krass. Das dauert, aber ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Jetzt sind wir mitten in dieser Waldschneise drin. Ja. Das müsste da vorne. Wir müssen eigentlich am Ortseingang von Kamishobo rauskommen. Ja, ich glaube, ich sehe schon die Küste. Aber nur, ich habe doch ein Fernglas dabei. Ach, du hast sowas, toll. Ja, sicher. Ich habe doch ich alles. Ich habe auch mal eins gefunden, kann es aber nicht benutzen. Wie kannst du das benutzen, musst du doch nehmen. Ja, das weiß ich, aber ich kann es trotzdem nicht benutzen. Kannst du, ja, da vorne ist die Stadt. Du musst es nur im Stehen nehmen. Ach so, ja gut, ich war gelegen, weil ich halt in ja, im Liegen in Elektro das war. Und ich hab nicht halt hingekriegt, wohl die Lage checken. Nee, das geht nicht. Du kannst es nur im Stehen benutzen. Okay, gut zu wissen. Und halt in der First, in der Ich-Perspektive. Ja, ja. Perspektive ist ja, First Person. Habt ihr eure Waffe gezogen? Nein. Ich, ja, ich, ja. Okay, weil ich wundere mich gerade, warum ihr so schnell seid, weil ich bin hier voll arm. Muss Doppel W drücken. Ja, ja, klar, mache ich ja. Ich renne ja schon, aber. Ihr pfitzt da davon, das ist ja der Wahnsinn. Ach, da hinten ist es ja schon. Jupp. Jetzt nehme ich aber auch eine Waffe. Wir kommen nämlich hier am Spawnpoint raus. Ja.
Weil hier sitzen sie nämlich gerne und warten auf irgendwelche Leute. Okay. Entweder hier rechts oben am Hügel oder in der Polizeistation drin oder irgendwo. Ja, beliebter Punkt, ne? Ja. Oh, da ist der Schiffwrack. Meinte ich, treffe da auch Spieler. Ja, das kann schon sein. Polizeistation scheint sauber zu sein. Ja, gell, so. Keiner zu sehen. Hast du einen Scope für deine Waffe? Ja, okay. Na, cool. Okay. Ja, ich will mal kurz in die Scheune reingucken. Ja gut, wir sind ja auch nur zu 6 auf dem Server. Davon sind 4 wie eigene. Also ist mit ja. Die Gefahr ist gering, dass wir jetzt hier auf ihn treffen. Eben. Und ihr ist gerade frisch gespawnt. Es sei denn, der spawnt hier von irgendeinem anderen Server, ja. Seit wann ist denn hier eigentlich die Polizeistation in Kamikyo? Ah, das ist jetzt seit dem vorletzten Patch so. Seit dem 43er. Ja, seitdem die halt neu rauskamen. Ach so. Ah, die sind in vielen Städten sind die gespawnt. Ja. Ja, vor allem auch in vielen kleinen. Da kann sogar ein Elektrospawn. Ja. Wenn du was findest, sag Bescheid, ich gehe mal ins Gegenüberliegende. Jo. Mhm. Ich gehe mal. Ich check hier mal die Garagen. Ja, dann gehe ich Polizeistation. Ein Zombie. Da hier ist. Okay, ich gehe noch eben kurz das Schiff looten, dann gehe ich schlafen. Ja, pass aber auf dem Schiff, da kannst du schnell runterfallen. Oh Scheiße. Weiß. Zombies in der Nähe. Immer auf dem Schiff das Bein gebrochen und lag da 2 Stunden. Oh, hier ist einer im Schuppen drin. Ich hab grad die Chance. Ich auch. Ey Leute, ihr habt euch schon mal alle das Bein gebrochen, oder? Ja. Wie lange lagt ihr mal? Also ich hab da mal eine Ewigkeit gelegen. Ich weiß ja nicht, was ihr alle für Deppen seid. Ich hab mir noch nie die Scharte gebrochen. Ja doch, das geht ratzfatz. Ja, muss nur mal ein komischer Bug sein und schon ist vorbei. Treppen steigen oder so, wenn eine Leiter. Ich bin nur eine Leiter runtergestiegen vom Dach. Und das war's. Ja, lag da 2 Stunden passiert. Lag 2 Stunden auf Schiffstation. Also ja, ich bin gerade drin. Also mir ist bis jetzt nur einmal passiert, wo ich die Leiter runtergestiegen bin. Das hat ehrlich gesagt gereicht. Auch noch eine 45er Munition. Hab ich genug. Ich hab ein Startkit gefunden. Fürs Team. Das Startkit. Soll ich das mitnehmen oder lassen? Ja, wenn du brauchst halt wieder Salinenpack. Blue Press West. Nice. Ey Leute, was kann das Startkit? Ja, du brauchst ein Salinenpack und dann kannst du dir Saline geben. Dann bist du wieder fit. Ach krass, stimmt. Ja, dann nehme ich mir das mal mit. Weil dann gucke ich später vielleicht nochmal, dass ich Richtung Elektro laufe oder so in ein Ding, im Krankenhaus. Und Spotster 22. Ich habe jetzt gerade noch. Hier ist ein Nähkästchen, wenn einer ein Nähkästchen braucht. Wartet mal, ist gerade einer von euch auf den Schienen gelaufen? Nein. Nein. Oh, da ist dann eine. Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, ich habe da was rüberhuschen sehen. Hier, Mike. Hier ist noch ein Magazin mit 20 Schuss für die M4. Hier, in der Tür. Hier hinter der Tür. Du musst da. Wer hat nachgeladen? Das ist der Mike. Okay. Aber falls jemand was zu trinken braucht von euch, ich sammle gerade sämtliche Getränke und alles ein. Nö, da habe ich jetzt genug. Was ist das denn? Ach, das braucht man ja nicht, dieses Wingkit kann man nicht benutzen. Ich werde mal nach oben gehen und mal die Lage ein bisschen checken hier. Ja.
Aber wie gesagt, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, da ist irgendwas über die Gleise gerutscht, Richtung rechts. Also Richtung Elektro. Ja, nach rechts halt. Ich weiß nicht, wo Elektro liegt, von hier aus. Rechts, also wenn du aus Wasser guckst, oder rechts ist Elektro. Ja, okay, dann war das Richtung Elektro. Oh ja. Ich mach jetzt erstmal die Tür hier zu. Okay, dann trinke ich jetzt auch mal schnell was. Bringen eigentlich diese Bücher gar nichts, oder? Nö. Also noch nicht zumindest. Aber auf einen Zettel zum Beispiel, wenn man einen Zettel und einen Stift hat, kann man was draufschreiben. Dann kannst du was draufschreiben, ja. Alter, was findet man denn nie für geile Sachen auf dem Schiff? Schutzwesten und alles sehr richtig geil. Eine M4! Ja, genau. Ich hab gerade eine M4 gefunden. Geht das? Ja. Keine Munition. Ja, Munition haben die nicht. Den musst du noch separat finden. So, wie schaut's aus? Seid ihr fit? Jo, ich ja. Wir können weiter. Wohin? Ich würde ja ehrlich gesagt gern mal nach Elektro, da war ich bis jetzt nur einmal und ganz kurz. Vor zur Hauptstraße in Kaminfuge. Ey Leute, wenn über euch ein Adler fliegt, heißt es denn, dass in der Nähe ein Spieler ist? Nein. Das Gerücht geht ja seit letztem rum. Ehrlich? Ja. Das ist der Pleite. Weil irgendeine Bedeutung müssen die ja auch haben, oder? Ah ja, das ist Pleitegeier. Ja. Da steht ein Zombie. Jo. So, ruhig komm. Da kommt noch einer. Da rennt jetzt ein anderer hinterher. Du weißt nicht wem. Oh ne, mir rennt er in der Fack. Ich bin an der auf der Hauptstraße vorne, ne? Ja, ich bin am Ortsschild. Lauf gerade am Ortsschild vor. Da kommt. Wer hat geschossen? Ich. Alter. Wo bist du am Ortsschild? Nee, ich bin jetzt gerade an einem Haus. Soll ich dir helfen? Nein, nein. Ich geh gerade Richtung Solnitschi zum letzten Haus auf der rechten Seite. Also vom Wasser aus, wenn man aufs Wasser guckt, links oder was? You know that Haus am Wasser, ganz hinten. Okay. Weil hier ist wieder eine Küche mit ein paar Sachen. Wenn jemand Paprika will. Dosen, da steht ein Zombie auf der Straße. Tomate. Und er heißt Zombie. Ah, okay, ich wollte nämlich auch gerade schießen, aber bei mir ist das ein bisschen lauter. Letzte Haus auf der linken Seite. Hier ist noch ein Messer. Da wo der Zombie liegt. Ja, hier liegt eine. Ne, doch nicht, Entschuldigung, hab grad falsch geguckt. Wenn dachte, Tomate, da lag eine Waffe. Wenn du Tomate und Paprika willst, liegen hier hinter mir im Haus in der Küche. Okay, ich habe noch ein Weapon Cleaning Kit gefunden. Brauche ich eigentlich nicht. Wer hat die Chance? Ich. Alles gut, wir sind ein Zombie. Bist wie eine Schießer, komm mehr. Hier. Was? Ach, hier lag das Messer, okay. Hier vorne kannst du austoben in der Küche. Ah ja, okay, cool. Läuft. Wenn ich hier unten spawne, ist das immer mein erster Anlauf. Okay, Cannon Tuna, brauche ich nicht. Essen habe ich eigentlich genug. Weil dieses Haus, da hast irgendwas findest du hier immer. Und wenn es nur Streichhölzer sind, aber hier hast du immer zu fressen und meist zu trinken. Streichhölzer? Ja, als Waffen, also hinten, wie gesagt, manchmal Messer, Baseballschläger, ich hab hier drin auch schon eine Mosin gefunden. Ach krass. Gut, Leute, ich geh da mal off.
Jo. Ich würde sagen, klar. Bis morgen, ne? Jo. Guten Abend. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, dann würde ich aber sagen, wir brechen auch langsam ab, oder was? Ja, wir können ja dann immer mal an den Brunnen vorbei und dann mal was trinken und dann... Jo, ich komme gerade zum Brunnen. Hallo, haben wir dann? Halb elf. Ja, dreiviertel elf. Dreiviertel elf. Geht ja noch. Muss morgen erst um halb acht im Büro sein, ne? Läuft. Ich geh morgen nirgendwo hin, ich hab noch frei. Ja, die ganze Woche noch, oder was? Nein, ich darf Donnerstag wieder früh. Du darfst. Das hört sich an. Du schießt schon wieder? Das bin ich. Ja, jetzt kommen noch mehr Zombies. Wo? Ja. Hinter mir. Richtung Wasserwand, glaube ich. Ja, da ist durch die Wand gebackt. Hörst du? Naja gut, trinken wir auch mal was. Schaden kann es ja nie. Also ich trinke immer so viel, bis ich full bin. Okay. Bis die erste Nachricht kommt, mein Stomach ist voll. Okay. Oder viel stuffed, so eher gesagt. Weil dann hält das am meisten an. Oh krass, bei mir dauert es ganz schön lang, da habe ich ganz schön Durst anscheinend. Ah ja, ich habe auch alles gedrückt, bis es kam. Aber bei mir stand nicht durstig, also. Ah ja, jetzt hier. I feel really full. Stuffed. Okay. Also hydrated ist jetzt hellgrün. Und ja. Energized ist dunkel. Energized ist dunkel? Ja. Da musst du noch was essen. Ja, da habe ich schon mittlerweile genug. Also hau mal mal was. Jetzt 103 in hier. Jetzt. Das Gute ist halt, wenn du eine Dose hast mit Pfirsichen, da hast du beides. Ja, du tust du quasi Energized essen und tust dann auch noch Flüssigkeit zu dir nehmen. Wegen dem Pfirsichsaft. Mhm. Genau. Cool. So, wo wollen wir uns denn ausloggen? Irgendwo im Wald? Ja. Wir laufen mal nach hier hinten. Ja, Moment, ich esse gerade noch schnell hier was. Hier sind wir gerade direkt hinterm Brunnen, super Tannen. Ja, hier würde ich aber nicht. Für Marcel und ich, wir haben einmal hier gezockt, haben hier getrunken und da ist neben Marcel ist einer gespawnt. Und der hat dann rumgeheult, nicht erschießen, nicht erschießen, ist dann weggerannt bis da hinten zu den Steinen. Rechts von dir. Und dann hat er uns weggeschossen. Ah, scheiße. Der Drecksack. Also ich würde hier einfach hier in den Wald reinrennen, würde mich da irgendwo rauslocken hier. Ja, dann rennen wir in den Wald.